Was hast du von Schreien gesagt? Ja, aber es reicht doch, wenn mich das Spiel anschreit. Mano. So, hab getrunken. So, ja, hab ich dann falsch verstanden. Ja, ja. Du lässt dir eh keine Möglichkeit entgehen, mich zu erschrecken. Ich kenne das doch schon von dir. Das ist genauso wie mit derer. Ihr seid da beide gleich. So. Habe ich mal erwähnt, dass ich Höhen hasse? Ich glaube, wir müssen hier runterspringen. Wir haben ja beim letzten Mal die eisige Stadt verlassen. Und nun können wir endlich ins nächste Gebiet, zum nächsten Lord. Da hier. Wir können endlich mal wieder ein bisschen kämpfen. Gegen Gegner, die man auch besiegen kann. Mal, einmal ganz kurz. Wenn es zu leise oder zu laut ist, sag das bitte wieder. Das mit dem Glück muss nebenbei die Küche von meiner Oma noch machen. Dann liest sich bzw. schreibt sie dann später. Okay, Hybrid. Aber vielen, vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei warst. Dann auf jeden Fall viel Spaß beim Küche weitermachen. Und dann bis später vielleicht. Wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, wie lange ich streame. Eventuell mache ich dann halt wirklich nachher noch weiter. Das hängt ja davon ab, wie groß das der Download dann ist. Wer das eingibt. Ist ja nicht immer jedes Update, was dann großes Download. Also, dass man groß downloaden muss, so. Ich hoffe, dass ich dann bei FF14 dann zu Herr der Ringe wieder dabei bin. Ja, mal gucken. Also, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt vielleicht die ganze Zeit Hotels mache. Oder ob wir dann nachher direkt mit Herr der Ringe weitermachen. Oder ob FF14 noch kommt, mal gucken. Also, auf jeden Fall Freitag kommt FF14 wieder. Also, wir werden mal gucken. Muss ich erstmal schauen. Okay, ich kann da hoch und dann wieder runter. Und ich würde gerne zu der einen Kiste gelangen. Weißt du noch nie wie. Wie gesagt, das hier ist jetzt einfach nur, weil es Mittwoch nicht kommt. Weil Mittwoch streame ich ja nicht. Diese Woche zumindest nicht. Deswegen. Als kleine Entschädigung kommt es heute halt. Weil sonst müsste ich halt ja auch drauf verzichten, eine Woche. Eine Woche auf Tales of Arise verzichten? Ich glaube, das kann ich nicht. Vielleicht dann wirklich nachher einfach Herr der Ringe. Kann doch sein, dass ich um 18 Uhr schon ausmache. Oder vorher. Da ich noch nichts gegessen habe. Hier ist Kiste. Mit Galt. Mehr ist sie aber auch nicht. Kann man noch tauchen? Nee. Nee, tauchen kann man leider nicht. Na gut, aber da schwimmen wir erstmal hier so ein bisschen rum. So kann man dann tauchen.
Haben wir einmal Pattfisch? Nee, Plattfisch. Pattfisch. Hier hinten noch was? Ja. Drei Kristallfragment. Da ist eine Kiste. Aber ich möchte auch noch eine andere Kiste. Morgen New World. Stimmt. New World. Ja, das kann ich mir leider gerade noch nicht holen. Leider. Ich hätte auch gern mit Luna, wollte ich ja eigentlich New World zusammen machen. Aber da muss ich mich leider noch ein bisschen gedulden. Weil der Skills habe ich zumindest gerade diesen Monat nicht, weil jetzt am Wochenende hat halt mein Großvater Geburtstag, muss ich noch Geschenke verkaufen. Und yeah. Ja, eben. Eben. Es rennt nicht weg. Und ich habe ja mit Herr der Ringe Online, ESO und so habe ich ja noch mehr als genug zu tun. Mit FF14 ist ja jetzt erstmal, da bin ich ja gerade dabei, alles zu machen. Eventuell setze ich mich auch nachher schon, oder versuche ich mich an die Wölfe zu machen. Versuch's zumindest erstmal dann. Okay, da komme ich so nicht rüber. Schade. Komme ich denn da rüber? Wenn ich ja gern noch die Wölfe zumindest hätte. Darf ich anmerken, ich hasse den HDR-Patcher. Ja, ich auch. Da bist du nicht allein. Ich hasse ihn auch. Downloaden, prüfen, downloaden, prüfen. Das nicht mehr in der vollen Geschwindigkeit. Ja. Wie gesagt, ich finde es halt auch echt nervig so ein bisschen. Wobei ja jetzt eh gleich der... Also, ist schon der Server... Ja, die Server sind jetzt eh erstmal down. Bis 18 Uhr. Das heißt, wenn du Pech hast, darfst du den ganzen Scheiß nachher nochmal machen. Also wenn du ganz, ganz viel Pech hast... Deswegen weiß ich halt noch nicht, ob ich nachher nochmal Herr der Ringe mache. Würde ich halt gerne, aber... Ja. Einmal geändert. Das war vor Free-to-Play, ja. Ich habe ja die Hoffnung, dass nächstes Jahr, wenn die Amazon-Serie kommt, dass wir dann noch ein bisschen was ändern. Es soll ja angeblich einiges, ne? Geändert werden, aber mal gucken, ob sie es auch machen. Dann wird echt Zeit für eine neue. Ja. Da gebe ich dir recht. Also mit dem Patch habe ich mich da auch so oft schon rumgeärgert. Mittlerweile geht es. Ich bin meistens, wenn ich was patche, bin ich nicht mal am PC. Guck einfach nicht hin. Wenn ich es nicht sehe, dann ist es nicht da. So, ich bin im Lurk. Hab die ganze Nacht nicht geschlafen und bin jetzt wieder zu Hause. Ich gehe ins Bett. Mach das, Luna. Ich würde mich ja auch gerne wieder ins Bettchen legen, aber ich wollte unbedingt weiterspielen. Ich würde unbedingt weiterspielen. Aber schlaf schön. Ruh dich aus. Vielleicht liest man sich ja später nochmal. Die 64-Bit-Version ist ja immer noch Beta. Yep. Ich hab zwar, oder bin zwar jetzt auch bei auf der 64-Beta-Version, aber es ist trotzdem ein Graus. Es ist ein ewiger Kampf. War hier nicht irgendwo noch eine Kiste? Habt ihr denn irgendwo noch was gesehen? Ja, da. Wie komme ich denn da hin? Wir waren wieder Strategen am Werk. Also, da muss ich wahrscheinlich so rüberspringen. Okay. Ich schreibe hier kurz was auf dem Discord. Muss ich direkt beantworten. Okay. Ich gucke, dass ich in der nächsten Pause antworte. Lasst eure Scheiß... Nein, aus.
Die sind böse. Die sind echt böse, die Viecher. Aber eher wegen ihren ekelhaften Kugeln. So, das konnten wir unterbrechen. Ich bin in FM14 wieder gehen los. Nein, warum das denn? Da raus. Und lief in der Gilde nicht so gut? Nimm dich gerne auf. Wir haben auch noch mehr als genug Platz. Aber wir sind zu klein als Gilde. Noch. Noch. Schau mir das an, wenn ich mitbekomme, dass die anderen alles nur per Discord regeln, gehe ich. Ja gut, das ist verständlich. Wäre ich wahrscheinlich auch gegangen. Was ist denn hier? Ah. Das war der Grund, weswegen ich dann ja gesagt habe, okay, wir machen eine eigene Gilde. Ich möchte bitte auch im Game mitbekommen, wenn wir ein Event planen. Verständlich. Verständlich. Ich hätte das sowieso, wenn man Discord und im Spiel ist, dann hätte ich das sowieso auf beides gemacht. Das ist Schwachsinn, wenn man zum Beispiel einige aus der Gilde halt einfach nicht im Discord hat. Das macht gar keinen Sinn. Sollen doch alle was davon haben, wenn man ein Event plant. Und nicht nur 3, 4, 5 Leute. Nur weil sie Discord haben. Wofür gibt es das Anschlagbrett? Eben. Wie gesagt, deswegen habe ich halt auch gesagt, ich will keine fremden Gilden, sondern dann halt wirklich eine eigene machen. Weil da weiß ich wenigstens, was abgeht. In meine eigene Gilde. Was macht? Ja. Ich weiß gar nicht, habe ich noch was zum Heilen für die MP? So, WHP? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Ich stelle mir die Frage, wollen wir die nächsten Charaktere kennenlernen? Ich glaube, zwei kommen noch. Hey. Tschüss. Wo wurde ich jetzt hin? Da wurde ich hin. Orangenrelais, jetzt habe ich was zum HP heilen. Ich glaube, ganz am Anfang in FF14 war ich auch einmal in der Gilde. Da galt so eine Anmeldepflicht, dass du dich halt regelmäßig zweimal die Woche anmelden musstest. Da bin ich dann auch ganz schnell wieder draußen. Ich habe halt zum Beispiel mal Wochen, wo ich halt... Oder zumindest eine Woche, wo ich mal dann nicht so oft da bin. Weil halt auch privat manchmal was los ist. Dann wieder Wochen, wo ich jeden Tag online bin. Wie diese Woche, werde ich wahrscheinlich auch wieder regelmäßig da sein. Und wie gesagt, ich will mich ja zurzeit auch an den Wölfen versuchen. Und wahrscheinlich braucht Mappa auch bald Hilfe, wenn sie anfangen möchte zu farmen.
Eventuell. Ja, da will ich dann auch nochmal die ganzen Viecher machen. Ja. Weil die Ponys gehen ja. Ponys kriege ich, glaube ich, sogar alleine hin. Nein, so, ich möchte ihn noch nicht. Yep. Runter. Komm hier. Oh nein, ich muss in das Wasser springen. Ernsthaft? Oh. Toll. Und das für ein Stück Müll. Wie komme ich da hinten hin? Sieht so aus, als müsste ich von oben irgendwie runterfallen. Das will ich mir einmal ganz kurz nochmal angucken. Das sieht echt so aus, als müsste ich einmal nach oben, mich dann runterfallen lassen. Und dann da irgendwie hin. Von hier, von der Seite komme ich nicht rüber. Gucken wir einfach mal. Gucken wir mal, ob das geht. Ist zumindest ein Loch da. Vielleicht kann man runterspringen. Ja, kann man. Sehr gut. Und jetzt bloß kein Scheiß bauen. The Lurk, das ist ein FF14. Mach das zu Red. Dir viel Spaß dabei. Ich tauche hier erstmal wieder in Tales of Arise ein bisschen ein. Meine Sucht befriedigen. Wir spielen es ja leider nur, oder wir spielen es ja nur einmal die Woche. Bei den ganzen Games, die wir so machen, ist da nicht viel Zeit. Da ist wieder das Wumsel. Keine Ahnung, Schwarm erlernt. So. Einmal abgelenkt. So, ich bin jetzt auch nochmal. Die sind jetzt nur mit dem Wumsel beschäftigt. Die sind da oben. Okay. Nande Konnachkani Michinanka Skutandrona. Yamana Kiwas Sigite, Koer Michio Skurenakata Karasunai Kasra. Mukasino Sendio Saremano Danajimo. Yamao Tori Nukiru Tamini Konomicho Skati Tandaroka. Toru Dakeja Nakte. ここで暮らしてたのかもしれないよ。確かめようがねえさ、そんなの。俺たちは全部忘れちまったんだ。忘れたんじゃない。奪われたんだ。奴隷には不要なものを。残っていては不都合な心の拠り所。何もかも。全部じゃないよ。ほら見て、そこ。なんだ。皿かなんかのかけらか。多分ね。たくさん消えてしまったのも確かだけど、それでも調べればまだいろんなものが見つかると思う。そんなことができる日が来ればだけどね。来るさ。来ないなら来させるんだ。So, ich würde ja einmal gucken, wo wir uns das einmal kurz heilen können. Oh.Die Beine Fläche verteilt. Okay.
denn da? Noch mehr Viecher. Da geht's nach unten. Gucken wir jetzt mal auf diese Seite. Ich habe die Hoffnung, dass man ja irgendwann hier mal Orangengelee kaufen kann. Weil wenn nicht, dann haben wir bald ein ganz großes Problem. Wir können einfach unsere HP nicht mehr heilen. Unsere KP sind ja kein Problem. Weiß ich, wo wir da landen? Okay, im Wasser. Und ich meine kleinen Monsterchen. Macht aber auch ein Way, ne? Okay, auch kein Orangengelee. Das ist aber was. Na, war klar. Die Wumsel. Der liegt. So. Bitte lass hier was Gutes drin sein. Ein Flinkling. Okay. Aber warte mal, haben wir vielleicht etwas, womit wir das vielleicht beschleunigen können? Kann man das überhaupt beschleunigen? Kann man das überhaupt selbst heilen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Schade. Ja, können wir erstmal nicht heilen. Ist dann leider so. Müssen wir mit klarkommen.
Da geht's raus. Die ignoriere ich gerade bewusst. Oh. Hi. So, wo geht's jetzt hier lang? Weiß gar nicht, ob ich jetzt richtig oder ob ich falsch war. Wahrscheinlich war ich da richtig. Ja, okay, da bin ich rein. Orangen-Gelee, okay. Einen haben wir wieder. Jetzt können wir ja wieder heilen. Okay, das war aber neu, das hatte ich aber bisher noch nicht. Ah, da kann ich mir einfach wieder heilen. Nein, wir haben gleich wieder keine Idee mehr. Dann einmal hier runter. Ich fürchte mal, dass da oben starker Gegner ist. Da unten. Was ist denn für ein Geräusch? Nee. Almasse. Maada 18 17 17. Gut, kein Wunder, dass wir hier so ein bisschen aufs Fressbrett kriegen. Okay, Level 14, ja, die gehen aber. Yes, bewachen für eine Truhe. Nein. Damit meine Banken nicht wehren. Okay, Madame will mich nicht wiederbeleben. So. Geh da, Runa. So. Du nicht. Auch nicht. So, du kriegst die Zeuge-Panzerweste. Dann können wir jetzt hier auch raus. Ausgang ist ja direkt da vorne. Okay.
切り替え。